magst du Anime und wenn ja, welche? Willkommen Jungs zu einer neuen Folge Minecraft Disaster und zwar Folge Nummer 26. Ich habe diesmal nachgeschaut. Und ja, ich bin hier zurzeit bei der Bau von der wunderschönen U-Bahn. Und hier geht's nach unten, da geht's nach oben. Und hier ist diese Zwischenebene, die ich bauen möchte. Und ja, genau, hier möchte ich auch in der heutigen Folge weitermachen. Und ja, wie ich schon in der letzten Folge angesprochen habe, habe ich natürlich eure Hilfe. Ich habe um eure Hilfe gefragt bei Twitter, ob ihr denn ein paar Fragen oder Themenvorschläge habt für das Video hier, worüber ich denn wunderschön heute sprechen kann. Und da habt ihr fleißig Tweets geschrieben. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich damit an mit euren wunderschönen Themenvorschlägen. Und zwar die erste Frage kommt von, welche nehmen wir denn? Nehmen wir die denn? Von Cytuxin, @GalaxyCrafter HDI, @OberscoreAP, #MCDisaster. Magst du Anime und wenn ja, welche? Und vielleicht kannst du ja ein bisschen über Far Cry Primal und The Division labern. Also fangen wir ganz am Anfang an. Magst du Anime? Anime. Sprich mal mit langem E aus, oder? Also mit, auf der E betont. Anime. Nicht Anime. Anime. Auf jeden Fall, Jungs. Was Anime angeht, bin ich da nicht wirklich Fan davon. Also generell, als ich kleiner war, es lief halt immer im Fernsehen und ich fand es einfach todeslangweilig und ich fand diese Art, wie die Figuren gezeichnet sind, einfach scheiße. Und dadurch, dass ich es einfach scheiße fand, habe ich das nie wirklich angeguckt. Hat mich nie wirklich interessiert seitdem und ich habe noch nie wirklich in ein Anime länger als 10 Minuten am Stück angeschaut. Und ich habe mich auch wenig mit dem Thema beschäftigt und deswegen mögen tue ich nicht wirklich. Sonst hätte ich sie angeschaut, wenn ich sie mögen würde. Ja. Und ich halte jetzt nicht viel von Animes. Ich gucke mir da lieber andere Dinge an. Es ist halt einfach nicht so wirklich mein Ding, nicht mein Geschmack. Es gibt viele Leute, die es mögen. Vor allem irgendwie, keine Ahnung. In der letzten Zeit höre ich extrem viel über Mangas. Nicht über Mangas, sondern über Animes. Mangas sind ja die Bücher, die gelesen werden. Aber über die höre ich irgendwie auch ständig im Internet. Aber vor allem über Animes hört man extrem viel im Internet in der letzten Zeit aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht warum. Werden die irgendwie zurzeit irgendwie ein bisschen gehypt. Aber keine Ahnung, mich konnte das noch nie wirklich begeistern. Tut mir leid. Und ja, kann ich über Far Cry Primal und The Division labern? Ja, beide Spiele sind jetzt nicht wirklich Spiele, die mich ansprechen. Far Cry Primal habe ich schon ein bisschen angeschaut. Also selber zocken tue ich es nicht, sondern ich gucke allerhöchstens von sowas Videos an. Ich habe da ein bisschen nur reingeschaut, sehr, sehr wenig, deswegen konnte ich mir noch keine eigene Meinung bilden. Aber Far Cry Primal scheint ganz cool zu sein. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, was ich bisher gesehen habe. Scheint ein ganz gutes Spiel zu sein. Selber spielen werde ich es wahrscheinlich nicht. Höchstens irgendwo angucken, als Let's Play, Stream, was auch immer. Und The Division, da habe ich ehrlich gesagt, ich habe vom Spiel gehört natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich damit mich noch null beschäftigt habe und keinen Plan davon habe. Und vielleicht, wenn ich mal die Zeit dafür habe, dann werde ich das auch nochmal machen. Ansonsten, nein. Deswegen, ich werde jetzt über die zwei Spiele nicht großartig labern. Far Cry Primal ist halt so wie alle Far Crys. Ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, kann man mal immer wieder ein bisschen angucken. Selber zocken eher nicht. Und The Division, wie gesagt, habe ich keinen Plan über das Spiel. Wirklich null Plan. Ja, und ich glaube, damit wäre dein Tweet auf jeden Fall vollständig beantwortet, würde ich sagen. Und wir können zum nächsten Tweet gehen. Ja, von Nathan. Let's Nate. #MCDisaster. Was hast du zuletzt gegessen? Zuletzt.
Ich kann nicht reden, Jungs. Zuletzt gegessen und getrunken, hat es dir geschmeckt? Zuletzt gegessen habe ich heute Mittagspause. Genau, ich hatte heute Nachmittagsunterricht, Jungs. Und zwar habe ich als allerletztes in der Mittagspause, ich muss kurz nachdenken, genau, es war so ein Gebäck mit Apfelstücken innen drin. Hat eigentlich ganz gut geschmeckt, ja. Ich mag die Dinger. Die esse ich ab und zu. Hat ganz gut geschmeckt. Davor habe ich übrigens Leberkassemmeln gegessen, 2 Stück. Ich sollte vielleicht das erklären, weil alleine schon Semmel sagt vielen nix, weil, keine Ahnung, Semmel sagt man in Bayern. Normalerweise sagt man Brötchen, ne? Also viele, die nicht aus Bayern kommen oder nicht in Bayern wohnen, die wissen gar nicht, was Semmel heißt. Ich blende einfach mal euch ein Bild ein. Das ist ein Leberkassemmel. Das habe ich gegessen zum Mittag. 2 Stück. Und danach halt noch eben diese Apfel, dieses Apfelgebäck da. Davon habe ich kein Bild, Jungs. Und ich werde wahrscheinlich auch im Internet nichts finden. Aber hat auch ganz, ganz gut geschmeckt. Finde ich ganz, ganz super. Und ich habe eigentlich eine Schaufel dabei. I don't care. Und ja, was ich zuletzt getrunken habe, das habe ich vor der Aufnahme, also in der Aufnahmepause, weil ich gerade die vorherige Folge und diese Folge gerade gleichzeitig aufgenommen, habe ich das dazwischen getrunken. Lipton Eistee. Schmeckt übrigens sehr, sehr gut. Ich mag Eistee. Davon habe ich schon gesprochen in dem Video. Pfanner und Lipton Best. Jay ist gerade gejoint. Hallo. Mit einer Hand schreiben. Sehr schlau auf jeden Fall. So. Genau. Und genau. Eistee schmeckt super. Auch. Hat sehr gut geschmeckt. Danke. Genau. Nächste Frage. Oh, nochmal von Nathaniel. Let's Nate. Hashtag MC Disaster Tobotskirpy. Kannst du mal eine Roomtour und ein Video machen, wie du streamst? Aufnimmst. Roomtour, etwas treue ältere Abonnenten müssten jetzt ein bisschen grinsen dabei, weil ich es schon. Wann habe ich das allererst mal versprochen? Als 500 Abonnenten Special. Dann habe ich es versprochen als 600 Abonnenten Special. Dann habe ich es versprochen als 660 Abonnenten Special. Dann habe ich versprochen als 800 Abonnenten Special. Da habe ich gesagt, mache ich es bei 900. Bei 900 habe ich gesagt, come on, mache ich bei 1000, weil es so eine schöne Zahl ist. Und zurzeit sind wir bei 1162. Es kommt noch irgendwann, Jungs, okay? Es kommt noch irgendwann. Einem wunderschönen Tag wird es kommen. Wann? Keine Ahnung. Irgendwann werde ich es noch machen. Es sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall werde ich es machen. Wann? Keine Ahnung. Wenn ich Lust dazu habe. Keine, ich habe sogar die einmal aufgenommen. Das ist es ja, Jungs. Aber die hat mir dann nicht gefallen. Ich wollte die nochmal machen, deswegen habe ich sie gelöscht. Weil ich sie nochmal machen wollte, weil ich nicht zufrieden war. Und ich wollte so ein Video nicht hochladen, womit ich nicht zufrieden war. Und ja, nochmal gedreht habe ich es dann irgendwie nie, so wie ich es wollte. Muss ich dann nochmal machen. Und ein Video, wie ich aufnehme, streame. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie meine Programme eingestellt sind oder so. Aber ich denke mal, wie es aussieht, wenn ich aufnehme und streame. Also wo die Programme sich befinden. Wie mein Desktop aussieht, damit ihr euch so ein bisschen Bild machen könnt. Werde ich wahrscheinlich auch ein Video darüber machen. Wie gesagt, ich möchte jetzt kein Tutorial machen, wie man streamt, wie man aufnimmt. Oder was man bei verschiedenen Programmen einstellt. Ich würde allerhöchstens ein Video machen, wo ich zeige, wie meine Bildschirme, wo die Programme sich befinden, wie meine Bildschirme ausschauen, wenn ich gerade streame oder aufnehme. Ich denke, das lässt sich einrichten. Machen wir nach dem Roomtour, Jungs, okay? Wenn ich das irgendwann mal überhaupt mache. Ich muss es irgendwann machen. Ich habe es mir vorgenommen, das zu machen. Wie gesagt, fragt einfach nicht wann, okay? Da sind alle happy. So, ich überlege gerade, wie es ausschauen könnte am Ende.
Also ich habe vor, hier einen Bäcker einzubauen. Das ist jetzt mein wunderschöner Plan. Und noch zwei irgendwelche Geschäfte hier, also eins links und eins rechts. Hier links ein Bäcker oder und rechts, keine Ahnung, irgend so eine Werbetafel von mir aus auch. Oder vielleicht hier eine. Hier sollen dann die zwei Rolltreppen sein. Also es werden keine Rolltreppen, sondern stinknormale Quarztreppen, aber... Ja, muss ich gucken, wie ich das mache. Das ist mein einziger Ausgang zurzeit, das kann ich gar nicht zubauen. Und ich kann es so vielleicht zubauen. Aber ja, so ein bisschen Dingsbums. So Platz, wo ich rausgehen kann. Ja. Ja, die Frage wäre dann auch bauen, Turcic, ne? Ich mach sie, irgendwann. Kommt noch. Okay, die Frage ist schon... Das habe ich schon so oft beantwortet, warum ich, wie oder wodurch ich mit YouTube und Stream angefangen habe. Das werde ich jetzt nicht nochmal beantworten, tut mir leid. Wie ist deine Meinung zu der 1.9? Ist der von Lisa Marie at all time YouTube? Wie ist deine Meinung zu 1.9? Das habe ich ja gerade auch vorgelesen, aber lieber doppelt vorlesen als gar nicht. Hehe. Auf jeden Fall, ich denke, nach 3,81 Spieltagen, was übrigens über 90 Spielstunden haben wir ausgerechnet, letztens im Stream, glaube ich. Ich glaube, nach so viel Spielzeit hier nur auf diesem Server, kann ich auf jeden Fall sagen, behaupten, dass ich dadurch mir eine ganz gute Meinung über diese ganze Version bilden konnte. Und ich muss sagen, ich mag die Version. Auch wenn viele davon nichts halten. Ich finde, Minecraft besteht wirklich nicht nur aus PvP. Und PvP-Server werden das schon ganz schlau lösen. Beziehungsweise man sieht ja jetzt schon irgendwelche coole Lösungen wie Revi oder Hypixel. Die haben das ja auch ganz cool geschafft und ich finde die Version cool und ich mag sie. Und ich finde eigentlich alles super, was in dieser Version reingebracht wurde. Ich habe nichts zu kritisieren. Ich mag auch das Schwertdealer, ich mag auch den neuen Hunger. Ich mag die Elytras, ich mag den neuen End. Vielleicht ist der Enderdrache ein bisschen zu schwer, aber der ist auch möglich zu schaffen. Ein paar Leute gemeinsam mit vereinigten Kräften da dagegen Dingsbumsen. Genau. Also ja, ich mag die 1.9. Ich glaube, damit wäre die Frage auch schon beantwortet. Und dann haben wir noch eine Frage, das lese ich nur vor, weil ich dafür Geld bekomme, hehe. Max Wogner, Ed Baumhade, Edobotskype, Hashtag MC Disaster, wenn ich mit diesen Worten ins Video komme, dann donate ich dir 5 Geld. Ich hoffe mal, damit ist 5 Euro gemeint. Und nicht irgendwas anderes, was dann irgendwie nichts wert ist. Aber ja, du schuldest mir jetzt 5 Euro dann, ne? In den nächsten Stream, Bruder. Verstanden? Ich hab dich auch lieb. Nee, Joke. Muss jetzt nicht machen, nur weil ich dich vorgelesen habe, Dude. Mach's, wenn du so ist. Aber nicht, weil ich dich vorgelesen habe. Das ist Blödsinn. Okay? Weil Doneten ist ja nicht dafür da. Das habe ich euch schon erklärt, Jungs. Aber ich glaube, das ist jetzt keine Zeit wieder, das zu erklären, oder? Nee, das spreche ich jetzt nicht wirklich an. Ich glaube, das können wir jetzt einfach mal auslassen. Das ist nicht nötig. Ich refresh mal ganz kurz die Seite, Jungs. Ist was Neues gekommen? Nee, das war's sogar. Und das Video ist auch langsam vorbei. Habe ich das jetzt nicht ein bisschen zu groß gebaut? Komm, den Platz werden wir schon irgendwie füllen, Jungs. Irgendwie werden wir das füllen. Es wird schon gut aussehen. Glaub mir, ich bin Profi. Glaub mir. Ja, die Folge ist dann auch langsam zu Ende. Würde ich sagen, was ich wirklich machen will, werdet ihr dann noch sehen. Es sieht noch wirklich nicht danach aus, was dann es werden sollte. Aber ich habe in meinen Gedanken schon ungefähr ein bisschen Pläne, was ich genau machen möchte. Und ja, werde ich mich wahrscheinlich in den nächsten Aufnahmen dann damit beschäftigen, das Zeug hier zu bauen.
auch ich werde zwischendurch auch mal was anderes in Minecraft Disaster hier speziell mal machen. Aber das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf YouTube hier das Hauptthema sein. Um den ist in MC Donate, MC Disaster. Wie oft habe ich heute schon MC Donate gesagt? Habe ich mich auch versprochen, dieses Video? Keine Ahnung. Manchmal verwechsel ich. Also, manchmal sage ich irgendwie unbewusst MC Donate. Lol. Auf jeden Fall, in den nächsten Videos hier auf Disaster wird auf jeden Fall um die U-Bahn hier ein bisschen gehen. Und mal schauen, was ich alles hier noch hinkriegen werde und ob es wirklich so gut ausschauen wird, was ich geplant habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder ob es komplett scheiße wird und ich irgendwie was komplett anders am Ende baue. Mal gucken, wie das wird, Jungs. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei dieser Folge. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und folgt mir auf Twitter, wenn ihr beim nächsten Mal sowas nicht verpassen wollt, wo ich so ein bisschen nach Fragen frage auf Twitter. Ja. Etobazuka LP, da seid ihr immer auch auf dem neuesten Stand. Und wie gesagt, solche coole Aktionen verpasst ihr auch nicht. Wenn ihr bei sowas überhaupt dabei sein wollt, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt und ihr noch kein Abonnent seid von mir. Seid Teil der Suchti-Gang und wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Stream oder wo auch immer. Haut rein, Jungs, macht's gut und ciao.